Ja, Luca, du musst Forschung und Entwicklung machen. Okay, dann mache ich das jetzt. Ja, Nicht in halt die meiner Fresse. Bude. Darf ich mal kurz was sagen? Was denn? Nein. Das Spiel hat den gewissen Hurensohn-Faktor. Was ist das? Ich hab Angst. Das ist alles jetzt noch übelst langweilig, weil das halt mit diesen scheiß Einrichten und so total nervig ist. Hey lol, ich hab Dings, ich hab so ein paar hier Stiefel des galaktischen Wächters, ne? Ich kann die aber nicht ausrüsten irgendwie. Höre, was hat die denn? Bist du schon auf dem Level, was du brauchst? Hier steht kein Level dabei. Steht nur der Stil, kein Handel. Nutze diesen Gegenstand, um ihn zu deinem Stilregister Ja, das einzutragen. sind, das ist keine Ausrüstung in dem Sinne. Das ist einfach nur ein Stil. Das heißt, wie wir das sonst immer gemacht haben, ne? Kannst du in der Erscheinung das jetzt abändern? Und dich dann halt so ausrüsten, dass du Daniel, dann bist du halt in so Metropolis schon? ausschaust. Was? Bist du schon in Metropolis zurück? Ich bin jetzt aus meinem Tal rausgegangen. Ist meine Okay. Nummer. Wie, was soll ich jetzt machen? Rüste die Tresorkarte, um dich damit zum Tresor Was ich nur jetzt irgendwie nicht verstehe, ist, ich hatte vor. Oh, ich bin tot. Ich hab irgendwie so ein. Keine Ahnung, Alter, ich hab keine normale Hose mehr an irgendwie. Was soll ich denn jetzt machen hier? Leute, irgendwie ist meine Hose weg. Ich Von habe dem. hier so ein Ja, ich hab paar. irgendwie nur noch so kurze und halt diese. Und dann halt für die Knie halt die Schützer und alles und die Irgendwie Schuhe, habe ich ne? jetzt eine neue Mission. Mit Weil ich. Satana, hä? Nee, ich bin gestorben. Und muss hier irgendwas mit. Tja. Ah, jetzt habe ich Versteck. Okay, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie im Tresor. Ein bisschen. Also ich bin jetzt soweit mit meiner Basis fertig. Wie komme ich eigentlich wieder in meine Basis rein? Die hast du dann auf deiner Map und dann musst du einfach einen Wegpunkt dahin legen. Und dann kommst du dahin. Wie kann ich das mit diesem Bruchbuden-Dings machen? Boah, Alter, das dauert ja Ewigkeit. Die musst du. Hä, benutze das Bruchbuden-Versteckthema, aber was. Was ist das? In deinem In Inventar. deinem Inventar ist das. Okay. Ach, ich muss ja nach Chinatown. Scheiße. Ja, muss schon. Wo seid Wie ihr eigentlich denn noch auf diesem wo Schiff? kann ich diese komische Basis machen? Die Ach, scheiße, kannst du. jetzt erklär's mir auch noch richtig. Ja, dann müsste man nicht jeder dazwischen quatschen. Also, du hast ja diese Urkunde gekriegt, ne? Ja. So, die rüstest du aus. Habe ich. Und dann hast du ja da unten überall Straßennamen. Ja. Und da hast du ja dann Geldbeträge, 500 irgendwas, 700 irgendwas, ne? Ja. Das kostet es, deine Basis an diesem Standort zu erstellen. Das ist sicher. Mir Ja. geht's ums Dekorieren. Ja, warte doch mal. So, wenn du die gemacht hast, ne? Dann kriegst du ja diese ganzen Items als Belohnung. Die landen ja in deinem Inventar. Und die musst du mit X halt deinem Zeug halt Daniel, wo bist du? hinzufügen. So, und wenn In du meiner das gemacht hast, Basis. kannst du das im Entschuldigung, ich flieg gerade den ganzen Weg zu dir und du Dekorationsmodus. bist weg. Und wenn du das gemacht hast, kannst du das im Dekorationsmodus in diese blauen Kreise reinstellen. Perfekt, mache ich gerade. Hab schon ausgecheckt. Sehr gut. Ich errichte mir jetzt meine Basis. Nur so eine kleine Frage. Wie komme ich zu dem Scheiß-Tresor? Oh, Loco, du gehst in dein Inventar, Meine rüstest diese Fresse. scheiß Karte aus. Ah, okay, ich hab's gefunden, ich hab's übersehen. Tut mir leid. Ich hab's übersehen unten. Ich hab sie schon Wie drehe ich ausgerüstet. das Teil? Achso. Dann drückst du R2 und drückst auf den Button, wo die Karte drauf ist. Ich muss nach Chinatown. Ich auch. Ja, ich auch. So, zerschlage Geschenke und sammle Preise. Okay. Das mache ich gerne. André, Ja.
War nicht irgendwie die. Hast du nicht irgendwie gesagt, wegen 6 Leuten oder so? Mit einer Gruppe? Oder ja, ab Leute? Level 10, dachte ich. Ich bin Level 10. Und. Ich hab hier so. Ja, wir sind aber noch Level 9. Ja, soll ich das mal versuchen, ob das geht mit der Gruppe? Wird nicht gehen, weil du dann die Meldung kriegst, dass wir noch nicht auf dem benötigten Level sind. Probier's. Ich habe eine Frage. Ja, Loco. Wofür sind diese kleinen Joker-Droid? Keine Joker. Ahnung. Mach einfach alle Kisten da drin kaputt und freu dich über das, was du kriegst. Oder nicht kriegst. Ich habe nur Scheiße gekriegt. Ich auch. Oh, ich habe eine gute Sache bekommen. Schulterschützer. Ja, okay. Und so ein Schwuler. Ach, da sind natürlich. Möchte noch jemand nach? Ah, egal. Alter, plus 10 EP. Ich spiele mit dem Chinatown. Noch nicht, aber ich gleich. Hin. Ich bin gerade dabei, irgendwas Kleines rumzuklopfen. Der hat übelst viele EP. Ja? Ja. Ja, guck mal, Level 16, ist ja klar. Was ist das Maximum Level? 30. Gibt es hier irgend noch was? Okay. Daniel, kommst du jetzt mit nach Chinatown? Ja. Fliegst du jetzt dahin? Oder rennst du jetzt dahin? Ja. Also ich teleportiere mich dahin. Wie kann man sich denn teleportieren? Du musst ins Polizeirevier von Silvonia oder irgendwo anders. Oh, das ist jetzt 10 Kilometer weg. Und dann kannst du dich mit diesem Teleport, der in der Revier ist, nach Chinatown teleportieren. Was ich jetzt machen werde. Musst du mir auf den übelsten, den dümmsten Platz überhaupt für meine Basis aussuchen. Ja, bestimmt ganz weit hinten, ne? Ja, ich dachte, ich das irgendwo, was mir einfach so aussuchen muss, dass keiner Falken mehr auf dem Pferd. Habe ich irgendwo in der letzten Ecke. Du kannst sie aber auch umsetzen, ne? Ich gehe auch mal Daniel entgegen. Ups. Ich gehe auch mal Daniel entgegen. Ist jetzt ab Level 9, das beim, was man bei Tempo skillen kann, das schnellste oder geht's noch irgendwie schneller? Nee, ich glaube, das müsste das schnellste sein. So, also ich muss jetzt wieder nach Metropolis. Ich wartete auf euch zwei, ne? Und ich warte auf euch. Ich warte. Arno, wie weit bist du denn jetzt eigentlich? Benni, gib uns mal einen Zwischenstand. Was machen wir hier? Ich warte im Chinatown. Du kannst jetzt ruhig zu dieser Mission gehen. Ich folge dir. Hast du den Quest von Satana schon angenommen? Ja, ich muss in Chinatown irgendwie rein. Ich bin in Revier. Wo ist dann die Quest? Die müsste eigentlich irgendwo sein. Warte mal. Inventar. Ich glaube, ich muss. Ist das nicht hier irgendwie das Gebäude oder? Ihr müsst ins Polizeirevier in Chinatown, ne? Wo ist denn das? Ja, aber wie soll ich denn jetzt hier Gegenstände in meine Basis setzen, wenn ich nichts habe? Ach, das heißt. Du hast es alles in deinem Inventar, ja, und du musst es mit X halt in deine Steel-Dings da reinsuchen. Was für. Was? Hä? Du hast in deinem Inventar. Du hast einfach alles in deinem Inventar die ganzen Gegenstände. Warte. Ich habe jetzt so eine schwule Urkunde. Also, ich gehe mal in den Inventar. Ja, du tust jetzt anklicken, Loco. Ja, und jetzt. Ah, okay, ja, schon. Und müsstest du in deiner Basis sein? Wo soll ich denn mein Versteck? Das ist scheißegal. Nimm einfach das teuerste. Ah, Sub-Zero, da ist er ja. Ich glaube, ich mache mir einen wieder raus. Wo habt ihr euers? Ich muss hier schon weiterlaufen. Was? Wo habt ihr euers? Arno, wo willst denn du jetzt hin? Die Mission machen. Nein, lass es doch auf Jan warten. Ja, danke. Ich laufe lieber auf den Lampen rum. Guck, was ich mache. Habt ihr die Metropolis? Das kann ich auch. Wenn ich immer nicht runterfalle. Warte. Redet da. Mit mir. Hey! Loco, das ist egal, wo die ist. Wahrheit, Hauptsache, du hast sie. Ich will aber zentral gelegen. Okay, Metropolis, aber nur weil ihr es seid. Ich kann dir voll den Uppercut-Kick geben, sagst du, ne? Kick doch mal. Uppercut. Nach Chinatown, ne? Uppercut-Kick. Muss ich. Yeah.
Hast du eigentlich jetzt irgendwie eine Rüstung an, Arno? Oder hast du immer noch dein normales Aussehen? Deine Rüstung hat er schon an, aber er hat sein Aussehen nicht geändert. Achso. Außer hier diese Biomech-Handschuhe. Und Füße und Rüstung. Ne, Füße hast du ja hier. Ja, die habe ich geändert. Übrigens, ich kann nicht mehr so lange bleiben, ne? Warum willst du uns denn verlassen? Hast du uns gar nicht mehr lieb? Doch, das ist ja, scheiße. Doch, das schon. Mach hier noch ins Schwimmbad. Wo seid ihr? Ich bin tot. Bengrad, zu irgendeinem gelben Pfeil. So, ich bin gerade in meiner Bude, ey. Also, ich sehe euch nicht. Dann seid ihr in einer anderen Phase als wir. Hättest du mit der ganzen Gruppe, die Phase wechseln? Nee, ja. Weiß ich nicht. Oh, ein Fragezeichen. Wo? Bist du jetzt im Polizeirevier, Daniel? Die Beute gefunden. Dann geh mal im Polizeirevier und teleportier dich mal nach Chinatown. Tagebuch. So, Trautsheim, Glück allein. So, jetzt habe ich Warteschleife für den Transport nach Area 50. Nein. Ja, das muss ich aber machen. Loco, du musst erstmal dein ganzes Dings machen für deine Basis da. Ja, ich merke gerade. Circe lässt ihre Bestien im Tomorrow District Amok laufen. Amazonentruppen inklusive Wonder Girl sind zwar unterwegs, aber das wird nicht ausreichen. Geh dorthin und hilf Circe aufzuhalten. Was machen wir denn da hin? Ja, okay. So, Daniel, also ich habe jetzt die Mission, dass ich zum Tomorrow District gehen muss. Ja, Moment. Wir müssen eh noch auf Loco warten, von daher. Ja, WTF, was muss ich denn überhaupt jetzt hier machen? Ich habe keine Gegenstände. Loco, geh in dein Inventar. Das ist alles das, was wir Jan vor uns erklärt haben. Geh in dein Inventar und klick einfach alles an. Da siehst du auch einen Tisch und so einen komischen Hocker. Eine Lampe. Soll. Inventar. Oh, nee. So, gut. Dann gehe ich jetzt mal in den Dekorationsmodus. Schub. So. Ja, perfekt. 5, 4, 3, 2, 1, los. Boah, ich muss fliegen. 5, 4, ich schwöre, ich hasse gleich. Aus! 1, los. So, da, der Gerät kommt nach. Schön, dass er sich mitdreht. 4, 3, 2, 1, los! Zeitenhafter Trenton ist hier! Und bitte, wo steht er denn? Blabli. So. Ja, ich bin so der Boss, ne? Mach dir nur so Loco. Glaubst du, womit könnte man sich nochmal im Polizeirevier nach Chinatown teleportieren? Du bist doch gleich in Chinatown. Wenn ich das so auf der Map richtig sehe. Ja, du bist doch gleich bei uns. Renn einfach da, wo Sapse steht. So. Ach ja, stimmt. Nee, ich hab das irgendwie total verplant. Irgendwie, ich dachte, in die Richtung geht's zu links. Nee, du bist gleich da. Gold! Ich hab Platin gekriegt. Schön für dich. Jo, ich bin jetzt noch. Wo seid ihr hin? Also, du musst da jetzt da rein und mit Satana reden. Höchstwahrscheinlich, glaube ich. Denke ich.
Hoffst du? Hoffe ich, genau. Enter. Pikachu. Togepi. Hey, Pipi. Ah, da ist Daniel. Daniel, bist du drin? Also warst du schon drin? Ja. Also müssen wir jetzt quasi bloß noch Flug geworden. Ich bin gleich wieder da. Hey, ich habe jetzt hier einen Tisch hingestellt, eine Lampe und eine scheiß Uhr. Ja, Loco, mach weiter. Ja, und wer habe ich nicht? Geh in dein Buch, also in dein Tagebuch rein. War ich eben gerade. Da muss noch ein Quest sein. Liebes Tagebuch, hier ist Loco. Ich weiß wieder mal nicht, was ich machen soll. Hä? Bleib doch mal stehen. Ich mache hier gerade so eine Rennmission. Ich will dich doch nur rapen. Will das scheiß Ding. Ey, will die mich verarschen? Begib dich nach Metropolis, um deine Mission fortzusetzen. Ernsthaft? Ja. Glaub mir, das kenne ich zu gut. Ja, das Ding ist nicht zu verarschen, das siehst du einfach wie mich eigentlich. Digga, die Affen haben mich vorhin verarscht. Mehr sag ich doch. Nicht. Ah, Digga. Mann. Hä? Jan, wo stehst denn du? Ich bin gerade wieder rausgegangen. Achso, du bist im Ladebildschirm. Mhm. Ach, da stehst du ja. Gut. Müssen wir jetzt alle drei zum Tomorrow District? Ja. Gut. Arno, kommst du dann zu uns? Ich muss nach Metropolis, das weiß ich. Willst du nicht, wo ihr seid? Komm mal einfach zu den blauen Pfeilen auf deiner Minimap. Ja, ich bin schon unterwegs. Hallo? Lehnst du meine Einladung ab oder was? Pussy. Mach das Rennen. Alexandra K. Ist was? Bitch. Jetzt stell dich doch da hin und lass mich doch in Ruhe. Nein, du hast es bald. Oh, dieser Mond. Ich glaub, sie rastet aus. Martin! Ah, ich bin so gut. Ich will nicht mit dir gesehen werden. Ey, ihr Lappen. Was ist dein Scheißproblem, Digga, ha? So. Okay, wollen wir? Würde ich sagen, können wir gehen, hä? Klar. 3, 2, 1. Warte, ich hab hier was gesehen. Was denn? Fragezeichen. Oh, also kritisch. So. Hier oben auf dem Dach war eins. Gruppenbeute. Ich brauch's nicht. Was ist denn das? Ich hab keine Ahnung, wo Rune das. Du hast verloren. Kunde! Ja, ich brauch's auch nicht, also. Na gut, dann nehme ich das. Das ist ja, voll OP. Wenn du willst, nein. Nee, das sind irgendwelche Sammelobjekte. Keine Ahnung, was man dafür kriegt. So, Sub Zero. Ich wollte eigentlich alles haben. Benutze den Generator. Gut, benutze. Oh, Lukas, leider, ich stirb's nicht. Ja, ich spüre. Oh, Exobytes. Wo? Hier bei mir. Ja, okay, ich habe den Generator benutzt. Jetzt soll ich zurück in mein Tagebuch gehen. Tagebuch. Aber lass mal nicht auf der Straße laufen, ey. Das ist irgendwie verlangweilig, dass wir über die Häuser rennen. So eintönig sonst. Dann folgen. Tagebuch zu lange. So, was soll ich jetzt wählen? Oh, ich hab ein Fragezeichen gefunden. Okay, oh. die Welt von morgen. Und wie kommt jetzt? Wo ist das Fragezeichen? Bei mir, oh mein Gott, das ist Sammelobjekt gewesen. Gruppenbeute. Loco, bist du schon fertig? Hast du schon Generator genommen? Das hab ich halt gerade eben schon gekriegt. Leute, Ruhe jetzt! Hast du schon den Generator genommen? Alles drum und dran? Ja, ich geh jetzt nach Chinatown. Alles klar, dann siehst du uns schon draußen. Da sind nämlich für zweite Volksaufbus diesen großen blauen Pfeilen. Das dauert bestimmt wieder ewig in 3 Tage. Leute? Ja. Wir sind noch nicht im Tomorrow District, das wisst ihr, oder? Ich renne ja auch weiter. Okay. Ich renne nur über die Häuser, weil es irgendwie viel lustiger ist. Was? Ich bin immer von Haus zu Haus. So, also ich bin da. Hä? Nee? Du warst eben nur hinter mir. Du kannst gar nicht da sein. Ich bin schon längst da. Ja, du warst Hä? Ich hab aber eben euch beide hinter mir gesehen. Deswegen. Loco, ich komme jetzt gerade entgegengeflogen. Ja, Sapse, guck mal nach oben. Ich sehe nichts.